Ja, hallo, auch von mir. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf und was über Bike-and-Ride-Anlagen erzählen kann. Also wir sind der Aufgabenträger für den SBNV im Land Schleswig-Holstein und sorgen dafür, dass Züge fahren. Noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift, aber wir sind dran und machen aber auch andere Themen wie den Fahrplan, wie den Tarif, und wir unterstützen eben auch Kommunen dabei, ihr Bahnhofsumfeld ansprechend und für die Fahrgäste attraktiv zu gestalten und verwalten dafür Fördermittel des Landes. Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Viele der Bahnhöfe, vor allem viele der kleineren Bahnhöfe, sind nicht in ihrem ganzen Einzugsgebiet fußläufig zu erreichen. Man muss irgendwie zum Bahnhof kommen, und da ist das Fahrrad natürlich ein sehr, sehr attraktiver Zubringer. Allerdings natürlich nur, wenn es auch gut abgestellt werden kann. Und es werden immer teurere Fahrräder gekauft, es werden viele E-Bikes gekauft, die weite Strecken zurücklegen kann. Und gerade für die braucht es natürlich sichere Abstellmöglichkeiten. Hier habe ich mal so ein paar Negativbeispiele mitgebracht. Also es gibt eigentlich an fast allen Bahnhöfen in Schleswig-Holstein, das sind 182, gibt es irgendeine Art von Bike-and-Ride-Anlage, je nachdem, wie man es definieren will. Aber wie man auf den Fotos erkennen kann, erfüllen die oft nicht alle Anforderungen. Also sind vielleicht nicht sicher, sind nicht wettergeschützt. Man kann das Fahrrad nicht vernünftig anschließen. Das Fahrrad steht nicht sicher, ist nicht vor Schäden geschützt. Und dann ist es natürlich auch nicht attraktiv, das Fahrrad mit zum Bahnhof zu bringen. Und im schlimmsten Fall wird der Bahnhof dann gar nicht genutzt, weil man ihn eben gar nicht erreichen kann. Also hier kann man noch mal einmal gegenüberstellen. So, ja, einmal, wo man das Fahrrad irgendwie in so einer Vorderradklemme auf dem Gras parken kann, und dann einmal eine unserer Bike-and-Ride-Anlagen, die NASH federführend entwickelt hat, zusammen mit Architekten, Planern und Kommunen. Da haben wir so ein Modulsystem entwickelt, was den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden soll. Das ist eine Konstruktion aus Stahl und Holz. Das soll eben einerseits durch den Stahl stabil sein und lange halten, aber durch das Holz irgendwie auch eine ansprechende Gestaltung haben und so ein bisschen Wärme ausstrahlen, dass man da auch gerne sein Fahrrad parken mag. Die Grundkonstruktion ist 6,5 mal 6 Meter groß, und es gibt es eben als offene Anlage, wie man das auf dem oberen Bild sehen kann, oder auch als Sammelschließanlage oder auch als eine Kombination von beiden. Für die Sammelschließanlage haben wir extra so ein Lochblech ausgewählt, dass das Fahrrad eben sicher steht und nicht geklaut werden kann, aber man sich gleichzeitig in der Anlage auch nicht unsicher fühlt. Also man kann, wie man das auf dem Foto auch erkennen kann, man kann von innen sehr gut nach draußen schauen. Es entsteht kein Angstraum. Und es sind eben, wie gesagt, auch Kombinationen möglich, also auch eine Einhausung ohne Abschließung oder ja, ein Teil ist abgeschlossen, einer nicht. Es können auch Doppelstockparker untergebracht werden, wenn man eben nicht noch mehr Fläche dafür zur Verfügung hat. Dann kann man auch Doppelstockparker in den Anlagen unterbringen. Die sind einigermaßen leicht zu reinigen. Also das Lochblech hat unten extra so eine Lücke, dass man auch mit dem Laubbläser da arbeiten kann, wenn da im Herbst das Laub reinfällt. Das Lochblech hat so eine Graffiti-Beschichtung, dass Graffiti ganz einfach abgewischt werden können. Die Anlagen sind beleuchtet. Die Beleuchtung ist in die Dachbalken eingelassen, damit sie eben auch nicht zerstört werden kann. Die Beleuchtung funktioniert über Bewegungsmelder, um Energie zu sparen, um die Lichtverschmutzung gering zu halten. Und es, ja, ist ein erprobtes System. Es gibt schon 31 Stück davon, und haben weitere 10 in Planung, die dieses und nächstes Jahr umgesetzt werden. Also sie kommen auf jeden Fall gut an bei den Radfahrenden. Wie kommt man dann so eine Anlage? Wir haben einen Rahmenvertrag sowohl mit dem Anlagenbauer als auch mit dem Betreiber von einem Schließ- und Buchungssystem, über das man eben auf diese Sammelschließanlagen zugehen kann. Und damit nicht jede Kommune selber das ausschreiben muss und selber einen Vergabeprozess durchführen muss, haben wir eben dieses Modulsystem entwickelt, haben Kriterien festgelegt und Anforderungen, die erfüllt sein müssen, und haben das über Rahmenverträge vergeben, aus denen dann Kommunen, die einen Bahnhof haben oder auch einen ZOB, darauf zugreifen können und darüber eben so eine Anlage bestellen können, ohne selber durch diesen Ausschreibungsprozess zu laufen. Und wir sind gerade dabei, auch noch also diese Anlagen müssen immer geplant werden, und wir sind auch gerade noch dabei, einen Planungsrahmenvertrag auszuschreiben, damit wir diese Leistung quasi auch über einen Rahmenvertrag mit anbieten können. Und die Rechnung für diese Anlagen oder für das Schließsystem geht dann direkt an die Kommunen und können dann aber
können durch uns wieder und durch Landesmittel können alle investiven Kosten gefördert werden mit bis zu 75% der Kosten. Und es werden also nicht nur die Baukosten gefördert, sondern auch die Planungskosten, auch die Kosten für den Tiefbau und auch die einmaligen Einrichtungskosten eben für dieses Schließsystem und für die Aufnahme in die Buchungsplattform. Das sind alles investive Kosten, die wir auch fördern. Und wir haben eben versucht, dass vor allem bei dem Schließsystem die investiven Kosten sehr hoch sind, sodass wir diese fördern können, damit die jährlichen Betriebskosten dann etwas geringer ausfallen, weil wir da leider nicht mehr mit unterstützen können. Auch Grunderwerb ist zuwendungsfähig, also da gibt es auch Quoten, mit denen man das fördern kann. Also Einrichtungen für Elektromobilität dürfen wir leider nicht fördern, aber unsere Förderprogramme sind mit anderen Mitteln kombinierbar. Also es können auch Maßnahmen dann ergänzt werden, zum Beispiel im Umkreis von Hamburg über die Metropolregion. Das ist bei uns auch überhaupt kein Problem. Und man darf auch Gebühren eben für die Nutzung dieser Anlage erheben, wenn sie die Betriebskosten nicht überschreiten. Und ja, das funktioniert eigentlich relativ einfach. Sie können uns einfach ansprechen. Wir begleiten dann durch den kompletten Prozess, durch den Förderantrag, durch die ganze Planungsphase. Wir können dabei helfen, wenn es irgendwie um DB-Flächen geht oder wenn generell Sachen geplant werden müssen, anders geplant werden müssen, weil es in Nähe von Bahnanlagen ist, dann können wir da auch unterstützen, können mit Erfahrung dienen, können an die richtigen Ansprechpartner verweisen. Und da teilweise einfach schon von profitieren, dass wir schon viele von diesen Anlagen mit Kommunen zusammen umgesetzt haben. Wichtig ist es immer, dass es einmal politisch beschlossen wurde, dass der Bedarf einmal vernünftig ermittelt wurde und klar ist, wie viele Stellplätze braucht es überhaupt, was brauchen die Radfahrenden und welche Anlage eignet sich am meisten. Und dann ist es eben immer wieder gut, sowas auch in gesamtstädtische Konzepte oder gesamtkommunale Konzepte einzubinden. Die beste Bike-and-Ride-Anlage am Bahnhof ist dann manchmal nicht so zielführend, wenn es keinen entsprechenden Radweg dahin gibt oder nicht irgendwie die Verkehrsführung angepasst wird. Der Standort muss gut gewählt sein. Radfahrende gehen nicht gerne noch lange zu Fuß, nachdem sie ihr Fahrrad abgestellt haben, sondern parken gerne in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Und genau, man muss sich einmal bewusst machen, woher kommen die Leute eigentlich und wo wollen sie Richtung Bahnsteig gehen. Und hier habe ich einfach nochmal ein paar Fotos, wie dann so ein Bahnhofsumfeld aussehen kann. Das ganz links, das große, ist zum Beispiel Kiel-Oppendorf. Da kann man im Hintergrund sehen, da steht eine Bike-and-Ride-Anlage. Da sind dann Bahn und Bus einfach sehr gut verknüpft. Oben rechts kann man Felde sehen mit einer Bike-and-Ride-Anlage am Bahnsteigzugang und Neumünster Süd. Und dann kann man, also es ist immer gut, wenn die irgendwie nah am Bahnhof sind und dann hat man einen guten Zubringer zum Bahnhof für die Leute. Danke. Ja, guten Tag, mein Name ist Annette Platz. Ich bin Fachdienstleiterin des Fachdienst Umwelt der Stadt Geesthacht und schon lange beschäftigt mit dem Thema Radabstellanlagen in Geesthacht. Wir haben keinen Zug, weil wir keine Schienen haben, das heißt keine aktiven Schienen. Wir sind die größte Stadt des Kreises Herzogtum Naumburg, haben aber keinen Bahnhof mit Schiene, sondern nur einen zentralen Omnibusbahnhof, der aber auch sehr, sehr intensiv genutzt wird. Ja, diese intensive Nutzung im Zentrum von Geesthacht, war ein bisschen früh, hat schnell die Idee aufgebracht, hier wollen die Leute mit dem Fahrrad aus Geesthacht mit dem bis zum Bus kommen und dann weiter nach Hamburg oder Lauenburg, Lüneburg und so weiter kommen. Aber das Umfeld, ich mache das nochmal zurück, sonst irritiert das, das Umfeld ist einfach so, dass wenig Radabstellanlagenmöglichkeiten da sind. Der Zopp platzt aus allen Nähten, dort haben wir auch keine Flächenmöglichkeiten, um das, was Frau Biron eben erzählt hat, nochmal aufzubauen und so Anlagen, die ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr Platz einnehmen, dafür hatten wir keinen Platz. Und da kam die Idee auf, am Zopp befindet sich eine Sporthalle und im Erdgeschoss oder im Tiefgeschoss der Sporthalle ist eine Tiefgarage, die aber schon lange gesperrt ist, weil sie einfach durch Vandalismus immer wieder beschädigt worden ist und auch Fehlnutzung erlitten hat durch Alkoholiker, Obdachlosenszene und so weiter, so dass das nicht mehr als Tiefgarage genutzt werden wollte. Die lag dann still und dann kam die Idee auf, also wir haben zwar keinen Platz oben nochmal oberirdisch was zu bauen für Fahrräder, aber wir haben ja diese Tiefgarage, die vollkommen leer steht. Da können wir ja einfach Fahrradparken installieren. Die Idee gibt's schon lange und
Jetzt streiten sich bei uns in der Stadt die Leute, wer die Idee als erstes hatte, unter anderem unser Bürgermeister, dann noch verschiedene Parteien. Uns ist es letztendlich egal, weil das ist gut, weil alle Leute möchten es. Also da gibt es schon mal einen Konsens bei uns in der Stadt, dass wir diese Tiefgarage nutzen zum Fahrradparken. Nochmal kurz zum Standort hier, das ist zentral, das ist die B5, die durch Geesthacht führt von Hamburg in Richtung Lauenburg. Nochmal als Luftbild. Hier ist die Sporthalle, hier haben wir ein großes Einkaufszentrum mit Parkdeck, hier schließt sich noch eine Fußgängerzone an, also es ist ein zentraler Ort, hier ist der Zopp und hier rundherum gibt es schon Parkmöglichkeiten für Fahrräder, Anlehnbügel, diese Felgenkiller, die wir eben auch schon gesehen haben und ja, wir haben dann auch noch, dazu komme ich gleich, der ganze Stolz, mein ganzer Stolz. Das ist der Standort, genau, 1200 Leute nutzen in etwa werktags den Zopp, also schon sehr, sehr gut genutzt. Das ist die Fahrradinfrastruktur heute, hier Anliegenbügel direkt an der Sporthalle überdacht, also gar nicht so schlecht, aber eben auch nicht sicher. Hier diese sehr, ja, nicht besonders guten Felgenkiller. Und hier der ganze Stolz, das sind 12 individuell abschließbare Fahrradboxen, die übers Internet über eine App gebucht werden können. Die sind auch sehr, sehr beliebt und gerade bei Menschen mit wertvollen Fahrrädern auch sehr begehrt. Aber es sind eben nur 12 und für Menschen mit einem Pedelec sind nur die 6 unteren zu nutzen, weil ein Pedelec kriegt man nicht nach oben gewuchtet. Hier oben ist dieses Schienensystem, was Sie aus diesen offenen Doppelstockparkern auch kennen. Ja, die sind ausgebucht, fast vollständig von Pendlern, also kaum noch was zu kriegen. Und mein Bürgermeister, der hat's noch nicht so mit den neuen Medien, der sagt so, App, das ist alles doof, ich möchte einfach dahin und mein Fahrrad abgeben und dann soll das abgestellt werden und auch sicher sein. Also das ist grundsätzlich schon nicht verkehrt, sind nur 12 Plätze, also auch viel zu wenig und ist auch so nicht unbedingt barrierefrei für Menschen, die nicht so den Zugang haben, übers Internet oder über das Smartphone einen Platz zu buchen. Und dann kam die Idee auf, wir wollen unten in der Tiefgarage eine Fahrradstation aufbauen. Wie machen wir das? Da wurde wild durcheinander geredet, wurden Arbeitsgruppen kamen zusammen und haben schon wild geplant. Es gab schon Eröffnungstermine von dieser Fahrradstation, ohne dass irgendwie ein tatsächliches Konzept stand. Und dann haben wir das Ganze, um das mal ein bisschen auf richtige Füße zu stellen, haben wir gesagt, wir brauchen aber erstmal ein Konzept, damit wir überhaupt wissen, lohnt sich das? Was für eine Kapazität bietet diese Garage, was für ein Potenzial bietet der Standort, das heißt, wie sind ungefähr würden die Nutzungszahlen abgeschätzt werden, was für Betreiberkonzepte kann man sich dort vorstellen, was mögliche weitere Dienstleistungen außer Parken, also was kann man noch anbieten, kann man auch anbieten, dort vielleicht Reparaturen durchzuführen oder Mietfahrräder auch zu vermieten. Das waren alles die Ideen, die so wild durcheinander schwirrten, sind einmal dieses Konzept gepackt worden und auch geprüft worden von dem Büro, das dieses Konzept erstellt hat. Es gab dann auch noch die verschiedenen Zugangssysteme, wie komme ich da hin, also das, was mein Bürgermeister sich gewünscht hat, ich gebe das ab und dann wird es da runtergebracht, aber auch natürlich, weil wir gesagt haben, also es gibt aber auch Menschen, die das ganz gerne einfach autark mit ihrem Smartphone machen wollen und nicht auf Personal angewiesen sein wollen und auch zu nicht den Öffnungszeiten von solch einer Station vielleicht ihr Fahrrad abgeben oder abholen wollen. Das haben wir alles prüfen lassen, auch die Kosten, Investitionskosten, Betriebskosten und Einnahmen gegenübergestellt. Das ist der Plan. Wie Sie sehen, können Sie natürlich eigentlich so gut wie gar nichts sehen, aber das ist der Grundriss der Tiefgarage im Tiefgeschoss, also im Kellergeschoss. Hier ist eine Rampe, führt hier in die Station hinein oder in die jetzt noch Tiefgarage, aber so ist es gedacht. Dieser Bereich hier soll abgetrennt sein mit einem Gitter. Hier soll man durch ein Drehkreuz mit Fahrrad hineinkommen, Fahrrad an den Bügel für 112 Fahrräder Stellplätze anbieten, auch noch für Mietfahrräder, 28 haben wir jetzt einfach, das passt so von den, hier sind auch Pfosten-Pfeiler eingebaut, passt von den Pfeilern her. Dann haben wir hier auch nochmal eingeplant, 8 nochmal Boxen wie oben individuell abschließbar, weil es auch Menschen gibt, die sagen, das ist mir zu viel, wenn hier 112 Fahrräder stehen, 112 Nutzer,
dann und mein teures Fahrrad steht da, ich möchte meins trotzdem nochmal individuell in eine Box abschließen, dann wollen wir hier auch noch was anbieten. Hier unten sollen dann nochmal Sonderfahrräder stehen können, also Transportfahrräder oder diese großen Dreiräder. Schließfächer wollen wir anbieten und was hier sehen Sie mit dem Schraubenschlüssel hier gekennzeichnet, soll nochmal eine Werkstatt eingerichtet werden, in der kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt werden sollen. Also keine Konkurrenz zu den Fahrradladen, den wir da haben, sondern eben wirklich ein Loch ist gerade im Schlauch oder ein Ventil ist kaputt oder dass man da nochmal sein Fahrrad auch nicht nur zum Abstellen hingeben kann, sondern dann auch nochmal eine Reparatur beauftragen kann. Ja. Das Ganze deutet sich also schon an. Man braucht Personal dafür und dieses Personal muss die Fahrräder annehmen, muss auch Reparaturen durchführen können und muss auch gegebenenfalls Mietfahrräder vermieten können. Das Personal, ungefähr 2 bis 3 Personen gleichzeitig vor Ort, mit plus einer Anleiterstelle, die diesem Menschen auch beibringt oder zeigt, wie kann man Fahrräder auch reparieren, aber wie gehe ich auch mit den Kunden um? Denn das Personal soll gestellt werden von der Beschäftigungsqualifizierungsgesellschaft des Kreises Herzogtum Lauenburg. Dort sind dann § 16i Sozialgesetzbuch angestellte Personen, also das ist so ein Eurojobber, sagt man so leichthin, die dort dann angestellt sind und die werden ja wiederum gefördert, auch von der Arbeitsagentur. Die haben dann die Aufgaben, hatte ich erwähnt, Fahrräder einstellen, kleinere Pannenhilfe, Radwäsche steht, da muss man mal gucken, ob das umsetzbar ist und auch Vermietung. Diese Personen werden dann auch bisher über einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren dann angestellt sein bei der GQG. Da muss man dann nämlich noch, das ist so noch ein bisschen bei uns der Punkt, weitersehen, die müssten dann später bei der Stadt angestellt werden, denn es muss ja weiter personell geführt werden. Kommen wir zu den Gesamtkosten. Die Schätzungen belaufen sich auf gut 330.000 Euro. Die Planungskosten ungefähr 55.000 Euro. Die Betriebskosten, das sieht man im ersten Jahr, 24.000 Euro. Gegenüber stehen da 6.000 Euro Einnahmen. Also wir haben Einnahmedefizit und auch im 8. Jahr haben wir immer noch ein Einnahmedefizit. Das heißt, Frau Ziganski hieß sie, glaube ich, vorhin, die Keynote gesprochen hat, die sprach vom langen Atem. Das sagte uns auch unser Büro, das das Konzept erstellt hat. Man braucht einen langen Atmen, denn die ganzen Fahrradstationen, großen Fahrradhäuser in Kiel und Bergedorf, Hamburg-Bergedorf, die zeigen, dass die ersten Jahre tatsächlich auf 5 Jahre auch Durststrecken sein können, dass da kaum oder wenig Menschen Fahrräder abstellen. Wenn wir jetzt hier 112 Fahrräder Abstellmöglichkeiten anbieten, kann es auch sein, dass da nachher 20 Räder stehen die ersten Jahre oder Monate. Und da muss man einfach einen langen Atmen haben, dass man sagt, ja, das wissen wir, aber es muss auch erstmal ankommen bei den Menschen, dass es das Angebot dort gibt. Und es gibt auch trotzdem ein Defizit in den Betriebskosten, auch wenn es voll besetzt ist und voll läuft. Aber das ist der Wille der Stadt. Die Stadt Geestag möchte sich auch in ihrem Klimaschutzkonzept verpflichten, bis 2040 klimaneutral zu werden und die Mobilität zu fördern und den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf ÖPNV und Fahrrad. Und das geht nur, wenn man die Fahrradinfrastruktur eben so anbietet und verbessert. Und das gibt es nicht zum Nulltarif, das ist einmal die Straßenwege, also die Straßenausbau, Fahrradwege beziehungsweise Schutzstreifen und man muss das Parken und sichere Abstellen anbieten. Denn das wird immer wieder auch in Geestag bemängelt, dass die Möglichkeiten, sein Fahrrad sicher abzustellen, dass man es auch dann wieder vorfindet und wie, was denn, Sie sagten das, das Fahrrad dann nicht immer im guten Zustand wiederfinden, wenn man dann tagüber als Pendler sein Fahrrad morgens abstellt. Dann ist es abends entweder nicht da oder auch kaputt. Und um da sicheres Parken zu ermöglichen, muss man auch Geld in die Hand nehmen. Die Finanzierung, die Stadt Geestag hat dann Eigenmittel von 80.000, weil wir nämlich Fördermittel aus dem Programm Stadt und Land bekommen, in Höhe von 250.000 Euro. Das sind die Planungskosten und die Investitionskosten. Die Personalkosten werden in den ersten 2 bis 3 Jahren von der Beschäftigungsqualifizierungsgesellschaft gefördert durch das Jobcenter übernommen.
Die Vorteile, das habe ich jetzt extra reingeschrieben, weil mir wurde im Vorfeld mitgeteilt, ich soll unbedingt auf die Vorteile dieser Aktion eingehen. Das mache ich jetzt mal. Ich meine, liegen auf der Hand, dass wir ausreichend Abstellmöglichkeiten, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in einem zentralen Gebiet in Geesthacht schaffen wollen. Gerade für Pendler, wir sind ja im Speckgürtel von Hamburg, also südöstlich von Hamburg liegt Geesthacht. Viele Bürgerinnen und Bürger arbeiten in Geesthacht, aber auch in Lüneburg und Lauenburg. Es gibt viele Pendler, die dann mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof kommen und dann ihr Fahrrad gerne sicher abstellen wollen. Und was auch wichtig für uns war, diese niedrige Schwelle der Nutzung. Für die einen ist eine niedrige Schwelle, ich habe die App auf meinem Handy und kann einfach buchen, wann ich will und kann mein Fahrrad abholen und einstellen, wann ich will. Und für die andere ist es aber, wie für meinen Bürgermeister, eine niedrige Schwelle. Ich gehe da hin und sage zu den Menschen, da steht hier mein Fahrrad, ich hole das in einer Stunde oder in drei ab. Also das ist dann auch jederzeit und spontan auch möglich. Ja, das ist, den Spruch fand ich, finde ich schon immer gut. Wir müssen das Fahrrad nicht neu erfinden, wir müssen es nur häufiger nutzen. Aber das ist nicht immer einfach. Im ländlichen Raum ist es nicht einfach, weil die Infrastruktur, also auch Fahrradwege und Verbindung gerade innerhalb zwischen den Kommunen nicht gut ist, aber auch in den Städten ist wenig Möglichkeiten gibt, Fahrräder abzustellen, überhaupt abzustellen oder sicher auch abzustellen. Und von daher, wir versuchen es und haben uns auf den Weg gemacht. Noch ein Punkt zum Planungsstand. Also wir haben es noch nicht umgesetzt. Wir befinden uns in der Planung. Das LV ist erstellt. Und die Ausschreibung wird jetzt stattfinden. Das ist auch noch ein Punkt, den bei uns auch ein ganz großes Hindernis bedeutete. Ganz einfach die Personalressourcen. Bei uns, es gab keine Schwierigkeiten, dass irgendjemand dieses Projekt nicht wollte, dass das Geld nicht zur Verfügung gestellt worden wäre, sondern es ist einfach das Problem, dass wir nicht genug Personal haben. Wir haben eben auch mit dem Fachkräftemangel bei uns zu tun. Uns fehlen gerade im Ingenieurbereich ganz viele Menschen und bei uns hapert es letztendlich nachher daran, wer macht diese Ausschreibung, wer kann eine HUAI-Ausschreibung, wer kann Planungsleistung rechtssicher ausschreiben und vergeben, also an so ganz banalen Dingen. Und darum zieht sich das, Carsten Massau weiß das auch schon, er ist auch schon länger mit dabei, zieht sich das so unglaublich lange bei uns dahin, obwohl wir alle wollen und wir auch Geld haben, aber wir haben das Personal nicht. Aber ich denke, wir haben im nächsten Jahr eine Eröffnung im Frühjahr und dann können sie alle kommen.